Moin Moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg Juggler 66 Stunde der Wahrheit. Heute ist der 6. Mai, Freitag, und ich hatte in der Woche, ich glaube heute Morgen sogar erst, von Miss Marple, die ihr inzwischen schon kennt, die oftmals uns, Michael und mir, sehr, sehr gut hilft in Untersuchungen und Übersetzungen, ein Papier zugeschickt bekommen, weil ich in der letzten Sendung von Roms Ziele gesagt hatte, von ja, schaut euch das Video an von Richard Bennett, vatikanische Kontrolle durch das bürgerliche Gesetz. Und da hat die sich doch tatsächlich hingesetzt, hat ein Papier gefunden von Richard Bennett zu dem Thema, hat mir das übersetzt und ich dachte, das gibt es ja wohl gar nicht. Also so wunderbar kann man zusammen in dieser christlichen Gemeinschaft arbeiten. Da sag ich was und da setzt sie sich hin und holt so ein Papier und übersetzt das auch gleich noch. Nun habe ich mir das Papier kurz angeschaut und das ist leider nicht das Transkript des Videos, das ich eigentlich haben wollte. Ich weiß auch nicht, ob es das überhaupt gibt. Ich habe in das Papier kurz reingeschaut. Ich werde es sicher lesen. Das heißt, nach dieser Lesung, wo wir jetzt abschließend mit Roms Ziele, weil ich lese das jetzt die letzten anderthalb Seiten oder was es ist, die lese ich jetzt durch, nach Abschluss dieses Papiers Roms Ziele in Theorie und Praxis werde ich das Papier sicher lesen und dann auch noch damit zufügen. Da möchte ich mich schon mal ganz herzlich bedanken. Ich habe dann lediglich gedacht von, ja, dann kontaktiere ich doch die Webseite Berean Beacon mal, die ja früher von Richard Bennett war, der ja inzwischen, ich glaube, 2020 oder was, oder 2019 verstorben ist. Und habe die gefragt, ob sie nicht das Transkript der Sendung, also des Videos, mal senden können. Entweder in Deutsch oder in Englisch, dann würde ich selbst übersetzen oder die Miss Marple halt fragen, es für mich zu übersetzen. Und mal sehen, ob sie darauf antworten. Also das ist, die E-Mail ist gerade erst ein paar Minuten raus. Und ich möchte jetzt auch erstmal Roms Ziele abschließen, aber das wäre natürlich toll, wenn man das Transkript dieses Videos bekommen könnte, das übersetzen kann ins Deutsch und wenn ich da dann auch noch eine Lesung von machen kann. Der Richard Bennett hat es ja geschafft, das in einer Dreiviertelstunde zu machen, sein Video, oder 50 Minuten ungefähr, wie lange das dauert. Ob ich das dann auch in derselben Zeit in Deutsch vorlesen kann, ohne meine eigenen Kommentare dabei. Das könnte durchaus sein, dass das dann ein bisschen länger dauert. Auch das Video, das Papier, das die Miss Marple übersetzt hat, das werde ich mir anschauen. Ich möchte es euch schon mal zeigen. Das ist hier, Vatikan bereitet die Kontrolle über das Zivilrecht vor, von Richard M. Bennett. Aber das ist eben nicht das reine Papier des Videos, vatikanische Kontrolle über das Zivilrecht, ne, oder das bürgerliche Recht. Das ist ein Artikel dazu und hier spricht er auch noch über ein paar andere Dinge. Aber es ist sicher ein Papier, das wunderbar eben auch anschließt an das Thema Roms Ziele in Theorie und Praxis, was wir hier haben, was wir jetzt zu Ende lesen werden. Und kann ich euch also schon mal sagen, es geht sowieso mit dieser Serie noch weiter. Da das Papier von Gustav Mix wir heute beenden werden in der Lesung und ich danach sowieso das Papier von der Miss Marple vorlesen werde, wenn ich das selbst mal durchgelesen habe und gesehen habe, ob man da vielleicht Korrekturen dran machen muss oder nicht, weil das dann ja einen aktuelleren Bezug hat. Das werde ich also ganz sicher lesen, aber ich werde auch noch probieren, wie gesagt, das originale Transkript von Berean Beacon von der Webseite zu bekommen. Wenn das geht, das wäre natürlich noch besser. Aber hier nochmal eben, bevor ich jetzt überhaupt anfange zu lesen, Miss Marple, ganz, ganz herzlichen Dank für deinen unermüdlichen Einsatz und deine wahnsinnig tolle Hilfe, wo du hier mit diesem Papier wieder mal geholfen hast, dass meine Agenda sich noch ein wenig ausbreitet und ich wieder andere Dinge nach hinten schieben muss. Aber so ist das eben. So, lange Rede, kurzer Sinn, das war jetzt Einleitung genug. Wie gesagt, ihr kriegt jetzt die letzte Lesung von diesem Papier, Roms Ziele in Theorie und Praxis, besonders in seinen Konkordaten, mit der Ankündigung, dass danach dieses Papier von Richard Bennett gelesen wird und eventuell, ja, findet sich das Transkript auch noch, bekommen wir das in die Finger, können es übersetzen und dann wird das auch noch dazukommen. Jetzt aber fahren wir erstmal fort, wo wir letztes Mal waren, in der Schulausbildung. Ne? Da ging es ja darum, da hatte ich ja das Ratio Studiorum noch mal kurz angeschnitten, dass ihr in Herrscher des Bösen und anderen Lesungen von mir bereits tiefersinnig erklärt bekommen habt. Deswegen bin ich da nur mehr oberflächlich drüber gegangen. Wie halt
die römisch-katholische Kirche durch die Schulbildung, die sie sich natürlich in den Konkordaten auch absichern lässt. Das heißt, sie lässt sich in den Konkordaten das Recht des Staates geben, dass die Kirche die alleinige erziehungsberechtigte Institution in den Staaten ist, die ein Konkordat mit ihr abschließen. Ja? Und wie die römisch-katholische Kirche das macht und das natürlich mit Hilfe der Jesuiten, die im Grunde die Schulbücher schreiben. Wie gesagt, könnt ihr euch auch nochmal die Evolutionsserie angucken, die ich damals mit dem Maximilian gemacht habe. Das war ja auch gut, da sind wir ja auch ein bisschen drauf eingegangen, auf die Schulbücher und solche Sachen. Und jetzt lesen wir in diesem Kontext hier nochmal weiter. Dann kann ich das hier jetzt wegtun. Wir lesen jetzt hier auf Seite 20. Indes, dies römische Schul- und Kulturprogramm würde eine bedenkliche Lücke aufweisen, wenn man nicht Mittel und Wege gefunden hätte, die Jugend, um deren Erziehung in echt katholischer Gesinnung man sich so große Mühe gibt, auch weiterhin vor dem höchsten Gift ketzerischer oder sonst kirchenfeindlicher Einflüsse zu bewahren. Da hat man ja nun freilich schon seit alten Zeiten den Index der verbotenen Bücher. Aber sein Nutzen ist heutzutage doch nur gering. Sind durch ihn auch alle Bücher von Apostaten, Heretikern, Schismatikern oder anderen Verfassern, die das Schisma oder die Ketzerei verteidigen oder die Grundlagen der Religion stürzen, von vornherein ein für alle Mal verboten, so gibt es doch, so gibt es doch bei der gegenwärtigen Hochflut der Literaturerzeugnisse aller Art eine Überfülle von Schriften, also ein Überfluss von Schriften, denen auch der treueste und gehorsamste Katholik gefährlich werden, denen auch der treueste und gehorsamste Katholik unmöglich sogleich anmerken kann, ob sie seinem katholischen Glauben gefährlich werden können. So, was macht das denn jetzt hier? So können diese Seelenmörder, und das sind die Jesuiten und die Katholiken nun mal, weil sie eben durch ein anderes Evangelium zu predigen, den Menschen die wahre Erlösung Jesu Christi vorenthalten, so können diese Seelenmörder ihr ruchloses Handwerk schon viel tausendfach geübt haben, zumal da ja auch katholische Schriftsteller oft genug als solche Wölfe im Schafsleibe auftreten, ehe die Indexkongregation überhaupt auf sie aufmerksam geworden ist und vor ihnen hat warnen können. Auch kommt es ja vielfach vor, dass Katholiken in frevelhafter Selbstüberhebung sich mit vollem Bewusstsein an solche von der Mutterkirche verbotenen Bücher heranmachen. So hat der Index, was seine praktische Wirksamkeit anlangt, in unserer Zeit viel von seiner Schlagkraft eingebüßt. Da ist es denn ohne Zweifel am einfachsten, das Übel mit sicherem Griff gleich an der Wurzel zu packen. Und das leistet der Kirche die vortreffliche Einrichtung der Bücherzensur. Bekanntlich hat der gegenwärtig regierende Papst erst vor 3 Jahren in seiner Enzyklika Pascendi Dominici Gregis, da habe ich hier einen Kommentar zu gemacht, dann müsste ich das wohl mal eben öffnen. Ja, da können wir hier den Link öffnen und uns dann mal anschauen, was hier genau dazu gesagt wird. Mal eben sehen. Wie gesagt, ich hatte das jetzt mit der Lesung heute so nicht direkt vorbereitet. Pascendi Dominici Gregis im Wortlaut, das ist also dann die die Enzyklika des Papstes. Das müsste dann hier der Pius X. sein, vom 8. September 1907, und neue praktische Anweisung zur besseren Ausgestaltung dieses Zensurinstituts gegeben. Na? Also, der gegenwärtige Papst, 1907 muss das, wenn ich mich nicht irre, Pius X. gewesen sein, hat neue Anweisungen gegeben zur Ausgestaltung dieser Zensur der römisch-katholischen Kirche. So, und dann schauen wir uns das hier mal an. Was hatte ich hier als Kommentar beigeschrieben? Wachsamkeit der Bischöfe über Veröffentlichung. Okay, den Punkt müssen wir uns anschauen. Wachsamkeit der Bischöfe gegenüber Veröffentlichung. Wollen wir mal eben gucken, ob wir das hier als Überschrift finden.
Spannung. Das ist natürlich ein langes Papier hier, wie wir eben sehen. Wie gesagt, das sollte man sich dann auch ruhig mal anschauen. Der Link, den werde ich ja dabei geben und den findet ihr ja auch in diesem Buch damit bei. Wachsamkeit der Bischöfe über Veröffentlichung. Hier, das sind also diese Punkte. Ferner ist es Pflicht der Bischöfe, und wir sprechen über ein offizielles Papier, das heute noch seine Gültigkeit hat. Ferner ist es Pflicht der Bischöfe, die Lektüre gedruckter Schriften der Modernisten oder solche, die nach Modernismus schmecken und ihn begünstigen, zu verhindern, beziehungsweise, wenn sie noch nicht gedruckt sind, den Druck zu verbieten. Desgleichen sollen alle Bücher, Zeitschriften, Broschüren aller Art weder den jungen Leuten in den Seminarien noch den Studenten an den Universitäten gestattet werden. Denn solche Schriften sind nicht weniger schädlich als unmoralische, ja, noch schädlicher, denn sie vergiften die Quellen des christlichen, also sprich katholischen natürlich, Lebens. Nicht anders ist zu urteilen über die Schriften gewisser Katholiken, sonst nicht übler Leute, die aber ohne Kenntnis der Theologie und angetan von der neuesten Philosophie sie mit dem Glauben in Einklang zu bringen suchen und, wie sie sagen, für den Glauben fruchtbar machen möchten. Also die Kirche warnt hier davor, das Heilige mit dem Profanen zu mischen, wo ja auch die Bibel vorwarnt. Das Problem ist nur, die Bibel und die römisch-katholische Kirche definieren das Heilige und das Profane genau andersrum, also verkehrt herum. Das heißt, das, was die Kirche als heilig nennt, das nennt die Bibel bereits profan, und das, was die Kirche profan nennt, das nennt die Bibel heilig. Ne? Das wissen wir ja, weil die römisch-katholische Kirche ist ja die Kirche des Teufels und nicht die Kirche des Elohim, unseres Schöpfergottes. Jahuwah oder Yahweh. Er hat so viele Namen. Da ein anderes Video mal zu einer anderen Zeit zu. Da diese Schriften um des Namens und Rufes ihrer Verfasser willen unbedenklich gelesen werden, so vermehren sie die Gefahr, allmählich den Leser zum Modernismus zu führen. Im Allgemeinen, ehrwürdige Brüder, geben wir dieser ernsten Sache Befehl. Wo nur immer in einer Diözese schädliche Bücher vorhanden sind, da bemüht euch wacker um ihre Fernhaltung, selbst durch feierliches Verbot. Wenn auch der apostolische Stuhl sich in jeder Weise um die Beseitigung solcher Schriften bemüht, so sind sie doch schon so zahlreich geworden, dass kaum die Kräfte zur Zensierung aller reichen. So erklärt es sich, dass mitunter die Arznei zu spät gereicht wird, weil das Übel schon lange Zeit sich eingefressen hat. Wir wünschen daher, dass die Bischöfe ohne alle Furcht, ohne Rücksicht auf fleischliche Klugheit, ohne Acht auf böses Geschrei, milde zwar, aber fest ihre Aufgaben anfassen, eingedenk der Vorschrift Antichrist Leos der 13. in der apostolischen Konstitution Officiorum. Die Bischöfe sollen, auch als Delegaten des apostolischen Stuhles, schädliche Bücher und Schriften, die in ihrer Diözese erscheinen oder verbreitet werden, zu verbieten und aus den Händen der Gläubigen zu entfernen suchen. Hier wird ein Recht sowohl gewährt als eine Pflicht geboten. Niemand glaube, diese Pflicht erfüllt zu haben, wenn er das eine oder andere Buch uns angezeigt hat, während zahlreiche andere ruhig verteilt und verbreitet werden dürfen. Lasst euch, ehrwürdige Brüder, nicht stutzig machen durch die vielleicht einem Buche anderswoher beigegebene Druckerlaubnis des sogenannten Imprimatur. Es könnte ja gefälscht oder zu sorglos erteilt oder von zu großer Güte und zu großem Vertrauen auf den Verfasser diktiert sein. Das geschieht vielleicht mitunter bei den Orden. Also hier spricht er jetzt von den verschiedenen katholischen Orden: Franziskaner, Dominikaner, Zisterzienser und so weiter. Und es kommt hinzu, dass, wie eine Speise sich auch nicht für alle schickt, so Bücher, die an einem Orte harmlos sind, am anderen unter Umständen schädlich sein können. Weshalb man also zum Beispiel viele Literatur in Deutschland nicht bekommt, die man in anderen Ländern bekommt. Nur mal als ein Beispiel. Wenn also ein Bischof nach Beratung mit Sachverständigen die Zensurierung auch solcher Bücher in seiner Diözese für gut befindet, so geben wir ihm ohne weiteres dazu Vollmacht. Ja, wir gebieten es als seine Pflicht.
taktvoll unter Einschätzung des Gebotes. Wenn das genügt, auf den Klerus allein muss verfahren werden, aber die Pflicht katholischer Buchhändler, vom Bischofe zensurierte Bücher nicht zu verkaufen, bleibt bestehen. Und da von den Buchhändlern die Rede ist, so sollen die Bischöfe darüber wachen, dass sie nicht aus Gewinnsucht schlechte Buchware feilhalten. Ganz gewiss werden in manchen Bücherkatalogen modernistische Bücher marktschreiend angeboten. Weigern sie den Gehorsam, so sollen die Bischöfe nach vorhergehender Ermahnung unbedenklich ihnen den Titel katholischer Buchhändler entziehen. Erst recht die Titel bischöflicher Buchhändler. Führen Sie den Titel päpstlicher Buchhändler, so hat Anzeige beim apostolischen Stuhl zu erfolgen. Allen schließlich rufen wir die Worte der apostolischen Konstitution Officiorum, also von Antichrist Leo XIII., oben genannt, Artikel 26 ins Gedächtnis zurück. Zitat: Alle, die apostolische Erlaubnis für die Lektüre und den Besitz verbotener Bücher erhalten haben, dürfen darum noch nicht alle beliebigen von dem betreffenden Diözesanbischof verbotenen Bücher oder Zeitschriften lesen und besitzen, es sei denn, dass ihnen in der apostolischen Vollmacht eine ausdrückliche Erlaubnis gegeben sei, alle nur irgendwie verdammte Bücher zu lesen und zu besitzen. Dann geht's weiter. Mit dem Zensuramt wird wahrscheinlich auch nicht weniger interessant sein, das zu lesen. Wie gesagt, der Link zu dieser Seite der Enzyklika Pascendi Domini Gregis, aus der ich gerade vorgelesen habe, ist in dem Buch hier mit bei. Werde ich auch nochmal extra in die Beschreibungsbox dieses Videos mit reinmachen, dass man sich nicht extra das Buch erst runterladen muss und dann den Link da mühevoll raussuchen muss. Ich werde euch das auf einem silbernen Tablett geben, dass ihr das ja so ganz durchlesen könnt. Bekanntlich hat der gegenwärtige regierende Papst erst vor 3 Jahren in seiner Enzyklika vom 8. September 1907 neue und praktische Anweisungen zur besseren Ausgestaltung dieses Zensurinstituts gegeben. Also, die Zensur wurde nachgebessert. Es ist nicht mehr getan, nur mit einem Index der verbotenen Bücher, sondern man muss auch noch wirklich tatkräftig eingreifen, um Bücher bereits vor dem Zudruckgehen zu zensieren und zu verbieten. Danach, jetzt fasst der Autor ein wenig zusammen, was wir gerade eben wohl gelesen hatten, muss nun in jeder Diözese eine eigene Zensurbehörde eingesetzt werden, die jegliche schriftstellerische Betätigung aufs Schärfste zu überwachen hat. Und diese Behörde soll vor allem den katholischen Verlegern und Buchhändlern ihre Aufmerksamkeit zuwenden. Ohne Erlaubnis der Zensoren, soweit nämlich Verleger, Drucker und Leser sich dem fügen, kein Buchstabe mehr gedruckt, herausgegeben, verkauft und gelesen werden. Jetzt habe ich das Wort darf vergessen. Ja, nochmal. Ohne Erlaubnis der Zensuren darf kein Buchstabe mehr gedruckt, herausgegeben, verkauft und gelesen werden. Ohne Erlaubnis seines Bischofs darf sich auch kein Geistlicher mehr mit Schriftstellerei abgeben. Zur besseren Kontrolle aber muss ein besonderer Aufsichtsrat in jeder Diözese gebildet werden, der zu bestimmten Zeiten zu geheimer Beratung zusammentreten soll, um etwa notwendige besondere Maßnahmen zu treffen. Nun, gerade in diesem letzten Satz steht, glaube ich, ziemlich deutlich drin, warum ich oftmals vor Büchern warne, die von Katholiken geschrieben wurden. Weil es ist die Hierarchie der römisch-katholischen Kirche, die immer dafür sorgt, dass diese Bücher im Sinne der römisch-katholischen Kirche geschrieben werden. Das heißt, man findet vielleicht hier und da ein Wörtchen Wahrheit, aber man findet sehr viel Unwahrheit in diesen Büchern und nicht jeder hat das Unterscheidungsvermögen, um das Gute vom Schlechten zu trennen. Um das, wie man so schön im Englischen sagt, das Fleisch zu essen und die Knochen auszuspucken. Ne? Eat the meat and spit out the bones, wie wir im Englischen immer sagen, wenn man mit irgendwelchen Schriften und irgendwas konfrontiert wird und sagt, ja, behalt das Gute und weise das Schlechte ab. Aber nicht jeder hat dieses Unterscheidungsvermögen. Ja? Deswegen ist es oftmals gefährlich für Christen, Bücher von Katholiken oder auch von Jesuiten zu lesen. Deswegen ist ja zum Beispiel das Lesen eines Buches von Avro Manhattan über bestimmte Fakten sehr interessant,
Aber man muss eben auch immer ein Unterscheidungsvermögen dabei haben, weil eben Avro Menhetten ein Malteser Ritter war und ein erzkatholischer Mensch war. Und er die ganzen Bücher auch immer geschrieben hat aus der säkularen, also aus der weltlichen Sicht und nicht aus der geistlichen Sicht. Und das ist eben das Problem. Deswegen mache ich ja auch so viele Kommentare bei diesen Lesungen. Nicht, weil ich meine Stimme unbedingt gerne höre, auch weil ich meine, dass ich ein unglaublich schlauer Mensch bin, aber weil ich in vielen Dingen, auch nicht immer, aber in vielen Dingen das richtige Unterscheidungsvermögen habe und dann den Finger drauflegen kann, was gut ist, sicher im Licht der Bibel, und was schlecht ist, auch im Licht der Bibel. Und damit möchte ich den Menschen, die diese Bücher, die ich dann vorlese und dann selbst lesen wollen, natürlich helfen zu einem besseren Verständnis. Und deswegen ist es unglaublich wichtig, dieses Unterscheidungsvermögen zu haben. Und genau das wird eben hier in diesem letzten Satz gesagt, dass eben ohne Erlaubnis eines Bischofs darf kein Geistlicher mehr die Schriftstellerei abgeben, mit Schriftstellerei abgeben. Das heißt, es wird von der Hierarchie der römischen Kirche abgesegnet, was geschrieben wurde, und damit ist das, was geschrieben und veröffentlicht ist, im Sinne der Kirche. Aber ein wahrer Christ will ja nicht lesen, was im Sinne der Kirche ist, ein wahrer Christ will ja verstehen, was im Sinne der Bibel ist. Und da die Bibel und die römisch-katholische Kirche sich als Feinde gegenüberstehen, muss ich, wenn ich die Bücher des Feindes lese, eben wissen, wie ich sie lesen muss. So, das zu dem Thema. Man sieht, die Sache ist so übel nicht. Sie hat nur den einen Fehler, dass eben höchstens die katholischen Schriftsteller durch sie betroffen werden, die sich solchen Maßregeln unterwerfen, während gerade die Ketzer frei ausgehen. Indes ist das nicht die Schuld des Papstes. Diese Unvollkommenheit ist nun einmal durch die gegenwärtigen höchst betrüblichen Zeitläufe bedingt. Wo Rom die Macht dazu hat, sorgt es schon dafür, dass die Bücherzensur alle gleichermaßen trifft und so in der Tat den Gläubigen als sicherer Schutzwall dienen kann gegen die listigen Anläufe des Bösen. Ja, und wie müssen wir das jetzt verstehen im Zusammenhang mit der Lesung dieses Buches Roms Ziele in Theorie und Praxis, besonders in seinen Konkordaten? Es steht doch hier, wo Rom die Macht dazu hat. Und wo hat Rom die Macht dazu? In jedem Staat, mit dem es ein Konkordat hat. Das müsste meinen Zuhörern jetzt hoffentlich deutlich geworden sein. Wo Rom die Macht dazu hat, sorgt es schon dafür, dass die Bücherzensur alle gleichermaßen trifft und so in der Tat den Gläubigen als sicherer Schutzwall dienen kann gegen alle listigen Anläufe des Bösen. Also, was natürlich dann im Grunde das Gute ist, weil in der römisch-katholischen Kirche ist gut böse und böse gut, im Vergleich mit der Bibel. Ja? Und wo hat Rom die Macht dazu? Wie gesagt, in den Ländern, die die Konkordate haben, in den Ländern, wo Rom eben seine Macht durchsetzt, dadurch, dass sie das bürgerliche Gesetz an das kanonische Gesetz linkt. Dass die beiden in Einklang miteinander sind. Und wenn mein bürgerliches Gesetzbuch im Einklang ist mit dem kanonischen, antichristlichen Gesetzbuch, dann sind meine bürgerlichen Gesetze nicht konform der Bibel, sondern sie sind konform des Antichristen. So haben sie sich einen ganz sicheren Schutzwall aufgebaut. So gibt das Konkordat mit Costa Rica, fährt der Autor fort, den Bischöfen die Vollmacht, alle Bücher und Schriften zu prüfen und zu zensurieren, die, Zitat, in irgendeiner Weise, Ende Zitat, quo vis modo, zu den Glaubenssätzen der kirchlichen Disziplin und der öffentlichen Sittlichkeit in Beziehung stehen, und der Staat verpflichtet sich, den bischöflichen Anordnungen den gehörigen Nachdruck zu verleihen. Ganz ähnlich, nur noch etwas deutlicher, heißt es in dem österreichischen Konkordat. Und jetzt kommt ein interessantes Zitat. Die Erzbischöfe und Bischöfe
sollen ihre ihnen eigentümliche Gewalt mit vollster Freiheit ausüben können, um die für Religion und Sitte verderblichen Bücher zu zensurieren und die Gläubigen daran zu hindern, sie zu lesen. Auch die Regierung soll mit allen geeigneten Mitteln verhindern, dass solche Bücher im Kaiserreiche verbreitet werden. Ende Zitat. Das muss man sich doch mal auf der Zunge zergehen lassen. Die Erzbischöfe und Bischöfe, das steht in dem österreichischen Konkordat, das wird in dem deutschen Konkordat nicht viel anders stehen oder in den anhängenden Papieren, weil es gibt ja nicht nur die Konkordate, es gibt noch viel weiterführende Ausführungen dieser Konkordate, dieser Staatsverträge. Ja? Die Erzbischöfe und Bischöfe sollen ihre ihnen eigentümliche Gewalt mit vollster Freiheit ausüben können, um die für Religion und Sitte verderblichen Bücher zu zensurieren und die Gläubigen daran zu hindern, sie zu lesen. Auch die Regierung, also die weltliche Macht, soll mit allen geeigneten Mitteln verhindern, dass solche Bücher im Kaiserreiche verbreitet werden. Das heißt, wir wissen, dass eine Medaille immer zwei Seiten hat, aber die römisch-katholische Kirche sorgt in Zusammenarbeit mit dem Staat hier dafür, dass wir immer nur eine Seite der Medaille sehen. Und wenn wir uns dann mal die andere Seite der Medaille angucken, dann sprechen sie von Fake News heute im 21. Jahrhundert. Wir sprechen von alternativen Quellen, alternativen Medien und die offizielle Benennung davon ist Fake News, weil alles das, was nicht offiziell ist, alles das, was nicht veröffentlicht wird mit der Genehmigung der römisch-katholischen Kirche, ist Lüge, ist schlecht für das, zwischen Anführungszeichen, christliche Verhalten, für das, zwischen Anführungszeichen, christliche Gewissen, ja? Wobei wir hier christlich halt mit katholisch ersetzen müssen. Und da geht es der Kirche ja drum. Mit allen Mitteln dafür zu sorgen, dass nur die von ihnen genehmigten Schriften auch von den Laien, also dem gemeinen Volk, gelesen werden. Wenn das gemeine Volk überhaupt irgendwas liest, dass das gemeine Volk lesen kann, ist das schon schlimm genug. Das ist eben eine Errungenschaft des Protestantismus. Und ihr wollt heute mit dem Ökumenismus die Errungenschaften des Protestantismus abschaffen. Tja, oder wie ist das anders zu verstehen mit der gemeinsamen Erklärung zur Glaubenslehre von 1999, wo die römisch-katholische Kirche mit der Lutheranischen Weltweiten Föderation den Vertrag am 31. Oktober 1999 unterschrieben hat? So weit reicht das. Ist also wieder erwarten einmal ein solches schlimmes Buch durchgeschlüpft, so wird die Polizei es schon bei Zeiten fassen und unschädlich machen. Aber auch die etwa außerhalb eines solchen Konkordatsstaats gedruckten Bücher könnten den Gläubigen leicht dadurch gefährlich werden, dass man sie über die Grenzen einzuschmuggeln sucht. Eine Zensurbehörde, die ihrem Amte gewachsen ist, fasst auch diesen Fall ins Auge und sorgt für gründliche Überwachung der Grenze, damit das im Innern des Landes sorgsam ausgereutete, also ja, heute sagen wir ausgerissene wahrscheinlich, oder ausgestreute Unkraut nicht wieder von außen her Eingang finde. Na, Also man... man holt das Unkraut im Lande raus und muss dann eben dafür sorgen, dass es auch nicht wieder von außen reinkommt. So, also Unkraut jäten, sagt man, glaube ich, im Deutschen. Ne? Also, damit das im Innern des Landes sorgsam ausgejätete Unkraut nicht wieder von außen Eingang finde. So bestimmt das Konkordat mit Ecuador in wahrhaft mustergültiger Weise, Zitat: Außerdem sollen die Bischöfe und anderen ordentlichen Vorsteher mit voller Freiheit ihr ihnen eigentümliches Recht ausüben,
die der Religion und den guten Sitten schädlichen Büchern zu proskribieren sind, das ist ächten, verbannen, ja, eine Handlungsschrift, die in acht erklären, also in acht ächten, ja, also verdammen. Und ebenso soll die Regierung darüber wachen und geeignete Maßnahmen treffen, dass derartige Bücher in den Staat nicht eingeführt und verbreitet werden. Und jetzt sehen wir uns mal an, wie machen Sie das denn heute im 21. Jahrhundert, in der Zeit des Internets? Ja, denkt doch mal an solche Länder wie China zum Beispiel, die oftmals auf bestimmte Seiten überhaupt nicht zugreifen können, die ein, ich sag mal, limitiertes Internet haben. Und denkt doch mal daran, dass wenn ihr an den Computer geht, dass jeder Computer aufgrund eures Gebrauchs, was ihr darauf macht, bestimmte Algorithmen an die Suchmaschinen wie Google oder DuckDuckGo und was weiß ich nicht alles weitergibt und dass ihr teilweise in Deutschland Informationen bekommt, die man in England nicht bekommt, aber dass ihr zum Beispiel auch in Deutschland Informationen nicht bekommt, die man zum Beispiel in England bekommt, die man zum Beispiel in Serbien bekommt, die man zum Beispiel in Russland bekommt, die man zum Beispiel in China bekommt, aber umgekehrt eben auch. Das heißt, das sogenannte weltweite Netz unterliegt doch einer Zensur, in diesem Fall durch Algorithmen. Ich habe das ja schon oft erlebt, dass ich bestimmte Dinge gesucht habe und da wurden mir Bilder oder irgendwas vorgeschlagen. Das wurde dann meinem Bruder Brad in Amerika ganz anders vorgeschlagen. Wie kommt das? Aufgrund der Situation, wo ich mich befinde mit meinem Computer, wo er sich befindet und aufgrund der Algorithmen, die vom Internet zugepasst werden auf uns. Das ist auch eine Form der Zensur. Also es ist nicht alles, was hier steht, nur auf das 19. Jahrhundert zu beziehen, sondern wir müssen ganz deutlich verstehen, dass die Zensur, die die Kirche zupasst mit ihren Konkordatsverträgen, zeitlich auch angepasst ist und modernisiert ist, dass heutzutage die Dinge mindestens genauso gültig sind, wie sie damals waren. Und neue technische Hilfsmittel, die uns zur Verfügung stehen, um uns zu informieren, werden vom Gegner, vom Teufel genauso eingesetzt, um uns bestimmte Dinge eben nicht zu zeigen. Das war so ungefähr die Essenz des Satzes, das ich sagen wollte. Hier haben wir also volle staatliche Bücherquarantäne. Oder auch heutzutage von mir aus Webseitenquarantäne. Wenn sich trotz alledem noch in solchen Ländern hier und da selbstständige geistige Regungen bemerkbar machen sollten, so geschieht das nicht in Folge, sondern trotz des römischen Systems. Was sie tun kann, das tut sie, um die von ihr beherrschten Völker in vollster materieller und geistiger Abhängigkeit zu halten. Das wird hoffentlich aus den vorstehenden Ausführungen jedermann deutlich geworden sein. Das ist ja heute die 13. Lesung davon. Da muss man davon ausgehen, dass wir diese Schlüsse im Grunde schon durch die Lesung und Kommentierung selbst haben ziehen können. Nun, es würde zu weit führen, sagt Gustav Mix, das noch aus anderen Bestimmungen der einzelnen Konkordate zu erhärten. Ja, wir haben hier, sag uns mal, die Spitze des Eisberges belichtet. Ja, wenn wir die ganzen Gesetze reingehen, das können wir gar nicht machen, da würden 100 Leben nicht ausreichen, um das alles zu durchforsten. Ja. Es würde zu weit führen, das noch aus anderen Bestimmungen der einzelnen Konkordate zu erhärten. Man hätte sonst wohl noch hinweisen dürfen auf die mancherlei anderweitigen Rechte und Immunitäten, die die Kirche für sich und ihre Diener beansprucht. Und das ist ein interessantes Thema, meine Lieben. Ich habe ja letztes Mal erwähnt, das Buch von Andreas Thiel, Priestervergötzung und Volksgemeinschaft, da sprechen wir genau über dieses Thema. Da sprechen wir auch über den Index der verbotenen Bücher und da sprechen wir vor allen Dingen über das, was hier steht. Man hätte sonst auch noch hinweisen dürfen auf die mancherlei anderweitigen Rechte und Immunitäten, die die Kirche sich und ihre Diener beansprucht. Das heißt, warum können
Kleriker nicht vom zivilen Rechtssystem belangt werden. Das kommt vor in dem Priestervergötzung und Volksgemeinschaft Buch. Ich denke, ich werde euch die ISBN-Nummer hier in das Video mit einfügen, dass, wenn ihr interessiert seid, euch das Buch besorgen könnt. Das ist ein so wichtiger Satz hier. Ja? Wir kommen im Grunde nur an die Oberfläche. Selbst mit dieser im Verhältnis ziemlich tiefgehenden Lesung kommen wir immer noch nicht richtig tief da hinein. Man hätte sonst wohl noch hinweisen dürfen auf die mancherlei anderweitigen Rechte und Immunitäten, die die Kirche für sich und ihre Diener beansprucht. Das Recht der freien Klostererrichtung zum Beispiel, das ihr überall in den Konkordatsländern bereitwillig zugestanden ist, auf die vollkommene Durchsetzung ihres Willens in der Friedhofsfrage. Das kommt auch in dem erwähnten Buch vor. Zum Beispiel in Kolumbien 1892, wo ihr einige geringe Einschränkungen abgerechnet, die Verwaltung sämtlicher Friedhöfe allein nach ihrem eigenen Ermessen übertragen wird. Und ähnliches mehr. Wer indes sehen will, der wird sich auch so der Erkenntnis nicht verschließen können, dass Rom seine Theorie von der Oberhoheit der Kirche über die ganze Welt, wie sie vor allem im Syllabus der Fehler von Pius dem IX. Nahegelegt ist, in der Tat trefflich in die Praxis umzusetzen verstanden hat, wo das möglich war. In manchen Konkordaten finden wir sie durchgeführt bis in ihre äußersten Konsequenzen. In Hergenröthers Lehrbuch des Kirchenrechts in der zweiten Auflage von J. Holweg aus 1905 wird von den Konkordaten gesagt, sie zeigten, wie leicht eine Verständigung zwischen Kirche und Staat bei einigem guten Willen möglich wäre, auf Seite 110. Und man wird ja zugeben müssen, dass eine solche Verständigung, wie sie in den Konkordaten vorliegt, in der Tat überaus einfach ist. Der Staat zeigt seinen guten Willen, indem er auf seine staatlichen Souveränitätsrechte kurzweg verzichtet und die Herrschaftsansprüche Roms in vollem Umfange als berechtigt anerkennt. So erreicht Rom, ohne Widerstand zu finden, alles, was es will. Und die Verständigung, die nunmehr gleichbedeutend ist mit der Verwirklichung auch der letzten Ziele Roms, diese Verständigung ist da. Der Staat aber, der solche Verständigung mit Rom erzielt hat, ist der reine Hans im Glück. Er ist nun alles los, was ihm bisher Sorge und Not machte. Den schwersten Teil der verantwortungsvollen Last des Regierens hat die Kirche ihm liebreich und selbstlos abgenommen und froh erleichtert zieht er seines Weges. Kulturaufgaben hat er nicht mehr. Dann soll er sich aber auch nicht beklagen, wenn man ihm vorwirft, er habe für seine Bürger nichts als nur Steuerzettel und Kanonen. Für den Staat nach dem Herzen Roms trifft das allerdings buchstäblich zu. So, jetzt nochmal kurz hochziehen, weil mit dem PDF-Lesen bin ich jetzt fertig. Und ich habe mir jetzt nochmal eben das Buch in die Hand genommen von der Priestervergötzung. Da kann ich mich nämlich erinnern, Junges doch, dass ich in den letzten Seiten einige Thesen gelesen habe von dem Syllabus der Fehler. Und auch wenn ich das Buch wahrscheinlich irgendwann mal ganz lese, ich möchte euch da jetzt mal kurz etwas draus vorlesen. Ja? Also von dem Bild, von dem Buch habe ich hier sowieso kein Bild, also mache ich mal eben hier auf mein Stunde der Wahrheit Bild, schalte ich um. Auf Seite 71 in diesem Büchlein von Andreas Thiel, Priestervergötzung und Volksgemeinschaft aus romkirchlichen Archiven, lesen wir hier unten über den Syllabus der Fehler. Warte mal, mal eben sehen, welchen Satz ich hier jetzt anfange. Ja, fangen wir mal hier in der Mitte der Seite an. Zwischen Anführungszeichen böse Welt ist der Sammelbegriff für alles, was sich der Kirche und ihren unnatürlichen und anmaßenden Forderungen nicht blindlings unterwirft.
Das passt ja, glaube ich, ganz gut zu dem, was wir gerade in dem Buch Roms Ziele gelesen haben, ne? Böse Welt ist schon klares, kritisches Denken und entsprechendes, zielbewusstes, selbstständiges Handeln. Je weniger der Kirche im Laufe der Zeit der Arm der weltlichen Macht zur Verfügung stand, wie im Mittelalter, umso mehr tobte man sich aus in Exkommunikation, Anathem, also Verfluchungen, Bannfluch. Die päpstlichen Enzykliken der letzten Jahrzehnte, das Buch ist von 1937, sind fast alle von solchen Liebenswürdigkeiten durchzogen. Liebenswürdigkeiten ist natürlich hier sarkastisch gemeint. So dass man sie bezeichnenderweise eher Rundfluch als Rundschreiben nennen könnte. Eine zusammengedrängte Sammlung von päpstlichen Verwerfungen, gesunden Denkens und Handelns in Staatsleitung und Volksleben ist der schon öfters angeführte Syllabus der Fehler von 1864 von Antichrist Papst Pius IX. Er ist heute wieder ganz modern, ne, also 1937. Und heute in 2022 nicht weniger. Das mal eben dazu. Er ist heute wieder ganz modern, weil Rom seit 1864 seine Ansichten und Ansprüche nicht im geringsten geändert hat. Semper eadem, was die Kirche einmal sagt, da steht sie zu. Daher braucht eine starke Regierung nur das zu tun, was der Papst als Irrtum verworfen hat, um sicher zu sein, am besten die Interessen ihres Volkes zu vertreten. Ein aufmerksames Durchlesen der folgenden Zusammenstellung unter dem Gesichtspunkt der heute drängenden Zeitfragen wird die Bestätigung davon bringen. Und jetzt lese ich euch mal eben ein paar Thesen aus diesem Syllabus der Fehler von Papst Pius IX. Aus 1864 vor. Und ihr müsst natürlich verstehen, dass der Papst sagt, all diese Dinge sind zu verdammen. Ja, also alles, was wir jetzt lesen, da steht hier zum Beispiel in These 15. Es steht jedem Menschen frei, jene Religion anzunehmen und zu bekennen, die er durch das Licht der Vernunft geführt für die wahre hält. So, dieser Satz ist natürlich vollkommen wahr. Das Problem ist, der Syllabus der Fehler verwirft eben dieses als Anathema. Wenn du das tust, dann bist du verflucht. Die römisch-katholische Kirche verwirft Religionsfreiheit, verwirft Gewissensfreiheit. Ja? Also ich gehe da jetzt nur in der ersten These nochmal deutlich drauf ein. In der These steht es so: Es steht jedem Menschen frei, jene Religion anzunehmen und zu bekennen, die er durch das Licht der Vernunft geführt für die wahre hält. Das aber ist verflucht in der römischen Kirche. All diese Thesen sind Verfluchungen. Das heißt, wenn du das tust, dann bist du gegen die römisch-katholische Kirche, dann verstößt du gegen das römisch-katholische Gesetz, dann verstößt du gegen die Absprachen, die in Konkordaten gemacht sind, um da mal eben drauf zurückzukommen. Also, nochmal. Die These ist: Es steht jedem Menschen frei, jene Religion anzunehmen und zu bekennen, die er durch das Licht der Vernunft geführt für die wahre hält. Und die römisch-katholische Kirche verwirft das eben als Irrtum. Ja, das sind Irrtümer. These 19. Die Kirche ist keine wahre und vollkommene, völlig freie Gesellschaft und hat keine eigenen und bleibenden, von ihren göttlichen Stifter verliehenen Rechte, sondern es ist die Sache der Staatsgewalt zu bestimmen, welches die Rechte der Kirche und die Schranken seien, innerhalb deren sie eben diese Rechte ausüben könne. These 20. Die Kirchengewalt darf ihre Autorität nicht ohne Erlaubnis und Zustimmung der Staatsgewalt ausüben. Also, was lehrt die römisch-katholische Kirche? Die Kirchengewalt muss ihre Autorität ohne Erlaubnis und Zustimmung der Staatsgewalt ausüben. Das ist Lehre der römisch-katholischen Kirche. Die These, die die römisch-katholische Kirche im Syllabus der Fehler verdammt, ist: Die Kirchengewalt darf ihre Autorität nicht ohne Erlaubnis und Zustimmung der Staatsgewalt ausüben.
Jetzt habe ich mich hoffentlich verständlich genug ausgedrückt, wie das gemeint ist. Dann lesen wir nämlich in These 23. Die römischen Päpste und die allgemeinen Konzilien haben die Grenzen ihrer Gewalt überschritten, Rechte der Fürsten usurpiert, also aufgesogen und in Festsetzung der Glaubens- und Sittenlehren geirrt. These 24. Die Kirche hat nicht die Macht, äußeren Zwang anzuwenden, noch irgendeine zeitliche, direkte oder indirekte Gewalt. Und so weiter und so weiter und so weiter. These 27, 28, 30, 31, 32, 37, 39, 42, 43, 45, 47, 48, 52, 53 und noch ein wenig mehr. Aber das ist in dem Buch Priestervergötzung und Volksgemeinschaft. Aber das fand ich einen sehr passenden Abschluss zu der Lesung Roms Ziele in Theorie und Praxis von Gustav Mix von heute. Der Abschluss dieser Lesung, aber mit der Ankündigung, dass von Richard Bennett sowieso das Papier, was mir die Miss Marple wunderbar übersetzt hat, gelesen wird. Und ich versuche daneben trotzdem noch das Transkript des Videos Vatican Control Through Civil Law von der Webseite Berean Beacon in die Hände zu bekommen, das dann zu übersetzen und in diesem Sinne auch noch in der Spielliste Roms Ziele in Theorie und Praxis, vor allen Dingen durch, also mit Sicht auf die Konkordate, zu lesen und euch bekannt zu machen. Das ist die Art und Weise, wie wir Untersuchungen machen. Das ist die Art und Weise, wie wir als Körper Jesus Christus hier auf der Erde zusammenarbeiten. Die Miss Marple hört das in dem Video, setzt sich hin, macht diese wunderbare Arbeit und ihr werdet die Früchte dieser Arbeit demnächst sehen können, da sie von mir gelesen wird und an dieser Serie angehängt wird, weil es eben eine logische, moderne Fortsetzung und tiefere Erklärung dessen ist, inwieweit die römisch-katholische Kirche die spirituelle Macht dieser Welt, des, ich sage es mal, zwischen Anführungszeichen Gottes dieser Weltzeit, nämlich Satan, wie sie ihre Macht hier auf dieser Erde ausübt. Und jeder mit einem klein wenig werkenden, funktionierenden Gehirnzellen versteht es. Aber viele wollen es einfach nicht wahrhaben. Sie verschließen ihre Ohren, sie verschließen ihre Augen, sie verschließen ihre Herzen vor der Wahrheit. Diesen Menschen können wir nicht helfen. Aber allen anderen, die irgendwo, irgendwie, irgendwann mal ein wenig anfangen, sich Fragen zu stellen, denen können wir die Antworten geben. Die Antworten stehen in vielen Büchern, die Menschen geschrieben haben durch die letzten Jahrhunderte, wie unter anderem der Gustav Mix. Aber die Antwort steht immer in der Bibel, in dem Wort Gottes. Und deswegen schließe ich auch diese Lesung mit der innigen Bitte ab, messt alles an der Bibel, lest und studiert eure Bibel. Weil wenn ihr die Bibel kennt, wenn ihr das Wort Gottes kennt, wenn ihr das Gewissen Gottes kennt und ihr messt das, was ihr in dieser Welt seht, an dem, was ihr in der Bibel gelesen habt, dann wird euch deutlich, dass wir in einer Welt leben, die das genaue Gegenteil ist von dem, was Gott eigentlich von uns will. Und das ist die wichtige Erkenntnis, die wir herausziehen sollen. Wenn wir uns dem Staat ergeben, auf welche Art und Weise auch immer, dann ergeben wir uns nicht nur der Führung eines Menschen, egal welcher Politiker das gerade ist, der oben auf dem Podium, Theaterpodium steht und seine Spielerei ausübt, sondern wir hören auf den Menschen, der von sich behauptet, der Stellvertreter Jesu Christi hier auf Erden zu sein. Die sichtbare Kirche auf dieser Welt braucht nach römisch-katholischer Ansicht einen sichtbaren Vertreter, da wir Jesus Christus im Augenblick nicht sehen können, der im Himmel zu Rechten seines Vaters sitzt, bis er wiederkommt. Aber Jesus Christus hat uns den Tröster geschickt. Er hat uns den Tröster geschickt in der Form des Heiligen Geistes, der uns durch das Lesen der Heiligen Schrift, durch das Lesen der Bibel in alle Wahrheit führt. Und deswegen lest eure Bibel. Maranatha. Der größte Trick, den der Teufel je gebracht hat, war, die Welt glauben zu lassen, es gebe ihn gar nicht.